Stadt behalten. Weiterer militärischer Standfuß hier unten. So, mit dem Rest Militär bewege ich mich jetzt Richtung China. Ja, das war ja das Ziel. Und das werden wir jetzt auch machen. Ich habe auch kein Problem, dann 10, 20 Runden damit vor China rumzustehen. Ich muss das ja nicht unbedingt sofort kriegen. Aber irgendwann wäre halt schon schön. Ich merke, du bist schläfrig, ja? Ja, in Anbetracht der Uhrzeit. Oh, sieht man hier oben auch immer in-game, ja? Wollte ich ja eigentlich ausblenden, aber na gut. Muss ich mit leben. Wer so steht aufnimmt, dem bestraft das Leben. Ja doch, das merkt man. So. Muss ja noch einmal Aufnahme gucken, wie lange wir eigentlich schon aufnehmen. Die 2 Stunden. Kurz müssen wir noch machen, wegen Vorproduzieren und so. Ich habe keine Lust, an Heiligabend hier zu sitzen und aufzunehmen, Frank. Ich habe keine Lust, an Heiligabend hier zu sitzen und aufzunehmen. Also, kurz müssen wir noch. Eure Armee hat Überraschungsmoment verloren. Zieht jetzt. Meine Truppen ziehen doch nur vorbei. Auf Wiedersehen. So. Nee, also. So ist es also. So, und hier machen wir jetzt Bautruppen. Das war ja eigentlich die Idee. Zack, jetzt gehört uns hier bei Russland alles. Jetzt müssen wir da aber eigentlich auch mal ein paar Bautruppen hinstellen. Einfach ganz. Guck mal, wenn wir hier ganz Russland voll mit Bautruppen stellen. Überleg mal, wie stark Russland denn einfach sein könnte. Wenn wir alles Bautrupps, alles voll mit Feldern und so bestellen. Russland wäre einfach. Ja, unsere Städte müssen ja auch ein bisschen mehr wachsen. Naja, aber stell dir mal vor, Russland wächst ja in alle Richtungen. Bei Russland liegt ja auch am Wasser, in viele Richtungen kann es nicht mehr wachsen, aber stell dir mal vor, wir würden Russland bekommen und würden einfach in alle Richtungen die ausbuchen lassen. Das wäre einfach genial. Ja, mal gucken, was sich ergibt. Wenn wir China jetzt natürlich auch noch kriegen, das wäre natürlich. Ja, das wird. Ich denke. Das wird nicht so. Das könnte sehr schwer werden. Ich weiß, es wird sehr schwer, aber ist das nicht der Sinn von Civilization, dass man strategisch alles sehr, 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 sehr doll überlegen muss? Und man im Endeffekt dann doch den längeren Pimmel hat? Um es vorsichtig zu formulieren. Entschuldigung, ist spät, ich darf sowas sagen. So. Dass du über sowas diesmal nicht lachen kannst, Frank. Ist echt zu spät für dich, oder? Na gut. Ich akzeptiere das mal. Es wird auch zu nicht jugendfrei Zeit geguckt. Naja, das wird jeden Tag um 18 Uhr hochgeladen, also guckt's um 18 Uhr, ihr kleinen Schlingel. Die einzige Kultur, die euer Volk entwickelt, ist wirklich beeindruckend. Die einzigartige Kultur, so. Jetzt lese ich hier schon. Wieso guckt die denn so? Na, weil die sich nicht gerade darüber freut, dass wir so gut sind. Achso, naja, kann man ja verstehen. So. Man muss ganz kurz mal nachrechnen. Gut, ja, gut. Mein Rechenvorgang durchgezählt, gerechnet. Ach, keine Ahnung. Wir machen diesmal tatsächlich Maschinenbau, den wollte ich schon die ganze Zeit eigentlich machen. Zack. Und hier gehen wir in die Richtung. Wir müssen ja, wie wir es vorhin schon die ganze Zeit gemacht haben, die Städte jeweils von allen Seiten belagern. Nicht nur von einer, sondern von allen Seiten. Ich denke, das ist militärisch auch einfach die klügste Variante. Oder? Ja, aber hier werden die anderen Städte weiterhelfen. Jede? Also China wird auf jeden Fall andere Truppen schicken. Mal gucken, China ist befreundet mit Griechenland. Oh, mit dem wollte ich mich doch nicht anlegen. Aber ich mach's trotzdem, weißt du? Aber guck mal, du musst halt so sehen, Griechenland ist irgendwo hier hinten am anderen Arsch der Welt. Hier hinten. Weißt du, bis die denn mal hier sind.
Also wir werden es militärisch genauso wie vorhin machen. Wir stellen uns hier rundherum, gehen rein, knallen den von allen Seiten ab. Haben wir eine Stadt, was wir mit der nächsten machen? Gut, das wird sich ergeben. Bäh. Speer. Bäh. Weg. Ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt genau machen mit den Umzingeln. Könnte interessant werden, weil das halt echt, wir müssen halt einmal mit allen militärischen Einheiten hier rum, müssen uns um China aufstellen und die dann machen. Mal gucken. Aber ganz ehrlich, Frank, ich muss tatsächlich zugeben, ganz ehrlich, wenn es dir zu spät wird, ich entlasse dich nicht gerne, aber ich würde dich entlassen. Aber ich würde es gerne jetzt noch machen, weil wenn ich nach Weihnachten das nächste Mal aufnehme, kannst du mal auf die Uhr gucken. Also die Folge kommt jetzt nach Weihnachten. Hoffentlich hattet ihr schöne Weihnachten und so, ja. Kurze Sache. So nebenbei. Aber ich würde das eigentlich ganz gerne denn jetzt noch alles aufnehmen, weil ich weiß, dass ich mit China das vergesse bis nach Weihnachten, dass ich die einnehmen wollte. Ja, und vor Weihnachten wollte ich eigentlich nicht nochmal aufnehmen. Beziehungsweise wollte ich denn nach Weihnachten noch das erste Mal mit neuer Technik aufnehmen. Ja, ab nächster Folge oder so wird es ja neue Technik geben. Deswegen, ja, weiß ich gerade nicht so. Also, Naja, wir haben auf jeden Fall nicht genug Einheiten, um das zu schaffen. Ach, hier, was ist hier? Hier ist auch eine Oh. Maschine. Wow, chinesische Mauer? Chinesische Mauer. Ach, warum ist denn hier hinten auch eine Maschine? Na ja, gut, die Stadt hier wird militärisch nicht gerade so beeindruckend sein, denke ich. Müssen wir halt gucken. Und die werden sehr gute Einheiten haben. Ist halt China, ja. Aber wir leben am Limit. Frank, wir leben am Limit. Und dieses Leben am Limit wollen wir ja in voller Gänze auskosten. So, zack, einmal hier. Das ist einfach sinnvoll, ne? Und zack, wir haben jetzt 80 Gold dafür verschwendet, dass es ein tausendmal besserer Trupp wird. Ich denke, gut investiertes Geld. Zack. Ich weiß noch nicht, wie ich mich hier, ich weiß echt noch nicht, wie ich mich hier aufstellen soll. So, Frank, denkst du, überlebst diese Aufnahme hier noch, oder? Also das wird ein hartes Stück Arbeit, weil die sich gegenseitig helfen. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, aber vielleicht wird es auch gar nicht so hart und es wird leicht. Also Hoffnung stirbt zuletzt, ja? Heißt es doch, meines Wissens nach. Die bauen da chinesische Mauern in Massenproduktion, auch nicht schlecht. Ja, überall mal so ein Stück. Ist die ganze Zeit zu heiß, mein Zimmer. Liegt an mir. Ne? Eure Küsten sind ungeschützt, Freunde. Freund. Leichte Beute. Danke für den Hinweis. Nur, ich mag Norwegen, ohne Spaß. Ich mag Norwegen. Aber na gut. Oh, wir spielen jetzt noch bis Runde. Ach, ich will keine Runde festlegen, müsst lieber spielen. Wir spielen es einfach noch kurz und dann. Ich muss ja jetzt auch noch schneiden, hast recht. Also, dann mache ich es halt nach Weihnachten hier. Wenn du nach Weihnachten Zeit hast. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir auch noch mal vor Weihnachten auf und mal gucken. Aber Also wir wissen ja denn, dass wir China einnehmen wollen. egal, was für eine Aufnahme es wird, Frank sollte im Idealfall dabei sein, weil ich so einen Schiss vor China habe. Beziehungsweise, ja, mal gucken. Aber ich wollte eigentlich halt echt, dass in diesem Jahr wenigstens noch ein Video mit der neuen Technik kommt. Immer jetzt noch vor. Na gut, na, das ist
Kleinzeug, aber sowas beschäftigt mich halt. Belagerungsturm bauen wir. Oder 21 Runden. Scheiß drauf. So. Was haben wir hier? Zack. Er hat benötigt Befehle. Ach Mann. Nächste Runde. Also China werden wir nicht so leicht einnehmen. Nee. Ich glaube, wir labern hier die ganze Zeit ziemlichen Dreck. Ja? Warte. Für euch wird es kein Platz, muss sagen, ihr seid eine Schande. Okay. Was? Wir laufen da mit Speeren rum, deswegen wollen wir doch keinen Krieg, hallo? Ich glaube, wir labern hier die ganze Zeit. Offene Grenzen will China. Nö. Ist aber doch China. Ich dachte die ganze Zeit ist Japan, aber nee, ist China. Ach Mensch, Frank. Mensch. Was sind das hier oben gewesen? Aber nicht meine Truppen, oder? Meine Truppen haben doch ja was ganz anderes an. So. Nee, ich will wenigstens die ganzen Truppen hier noch hier rüber bekommen. Das wäre noch ganz toll, wenn ich das die Aufnahme noch hinbekommen würde. Weil, wir uns in der nächsten ganz in Ruhe mit anderen Dingen beschäftigen. Was ist, ist das ein Speer? Welche Richtung schicke ich denn? Eigentlich doch nachher unten. So. Irgendwo kann ich eine Produktion festlegen hier. Stadtmauern, die sind mir wichtig. Und zack. Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal einen Schluck trinken. Damit mein Gaumen mir hier nicht versagt. Gut, die Stadt hier oben, ja, ist jetzt nicht die schlechteste, aber ist halt bei weitem noch nicht so gut wie anderen. Ja, das wird dann auch weitergehen. Ich denke nicht, aber wir belaufen hier gleich oben, gucken noch ein bisschen. Dann werden wir es ja schon mitbekommen. Oh, hier hinten haben wir schon. Schon Sachen auf Vorsprung, ja, ich kann nichts wissen. Boah. Alter, ich habe gerade einen Schock bekommen. Der Schock des Monats. Jetzt in ihren. Ist das McDonald's? Keine Ahnung. Jetzt war McDonald's Monopoly. Gibt's das noch? Traurig. So. Zumindest wird eine Werbung für gemacht. Gut, am Realismus davon darf man zweifeln. So, und die Truppe hier, die lassen wir jetzt mal ein bisschen durchheilen. Den Speer wollte ich ja nach unten schicken.
tatsächlich erstaunlich, wie viel von der Karte wir schon erkundet haben, einfach nur indem wir hier die ganze Zeit Späher rumschicken. Verliert man doch mal den Überblick. Von hier oben habe ich gar keine Ahnung mehr, was hier abläuft. Aber gut, hier unten wird mein Speer gerade erledigt. Beziehungsweise er hat sich eigentlich relativ gut verteidigt. Weiß gar nicht, wenn es hier noch weitergeht, würde ich das Land natürlich gerne erforschen. Gehen wir hier unten lang. Zack. 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 Und hier noch eine Produktion wählen. Handwerker haben wir jetzt erstmal. Und hier wählen wir eine neue Produktion. Und zwar brauchen wir rein theoretisch, brauchen wir noch militärische Sachen? Ja, also für China auf jeden Fall. Was ist denn in Ramburg? Was mache ich denn damit? Die Tür treten. Ja, die macht aber keinen Schaden seltsamerweise. Der macht aber keinen Schaden seltsamerweise. Katapult, das mache ich. Ich denke, das bringt mir tatsächlich relativ viel, so ein Katapult. Hier unten mache ich jetzt einen Handwerker. Zack. Oh nein, oh! Hey, ich züge rückgängig, Mann. Nein, kann ich nicht. Fuck. Das war dumm. Nee, das kann man nur rückgängig machen, weil es nochmal neu lädt. Na gut. Müssen wir mit leben. Alter, machen die gerade viele Truppen und schicken die hier runter. Mittelalter, wir sind im Mittelalter angekommen. 400 nach Christus. Das ist gut, oder? 400 nach Christus im Mittelalter? Das ist doch eigentlich stark. Gut, Politik. Wir nehmen jetzt Drama und Dichtung. So. Reicht mir. So. Gehen wir hier mit mal in die Richtung. Hier mit hier mal durch. Zack. Ich glaube, hier geht es tatsächlich echt nicht weiter. Und hier können wir eine neue Produktion festlegen. Ein ganz normaler Streitwagen hier. Wenn man das zuerst einnehmen würde da unten, hätten wir die erste Hafenstadt. Wir haben tatsächlich. Na, die ist doch mehr oder weniger Hafen, oder? Hat halt schon Wasserplätze. Naja. Aber eine Hafenstadt ist erst, wenn sie wirklich am Wasser liegt. Ja. Wir schicken tatsächlich nochmal einen Gesandten nach Brüssel. Brüssel ist unseres, ja. Brüssel ist mein. Ich hätte es gern anders betont, aber geht mit meinen derzeitigen keltischen Erkältungstönen leider nicht. Hm.